Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Sunny, die auch schon viel mehr nach einem Sonnenschein aussieht als das letzte Mal. Ja, wir sind ja jetzt endlich in Generation 3 und so. Auch wenn nicht alles gerade läuft, wie es soll. Wir sind ja auf einem guten Weg, glaube ich. Also sie geht erstmal Pipi machen und dann machen wir unseren Dreh für heute. Okay, was haben wir denn heute vor? 145? Das ist schwierig. Das Let's Play wäre einfach vorbei. Das können wir nicht machen. Und nochmal. 74. Werde beste Freunde mit jemandem. Süß. I like it a lot. Das ist ja, als wenn das hier geplant gewesen ist. Aber ich möchte nicht mit Clemens Frost Best Friends werden. Können wir nicht irgendwie Leute in unserem Alter haben? Mein ja nur. Nein. Sorry, Clemens. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Ich glaube aber, dass Sunny optimistische Sims eigentlich schon mag. Nein. Hier, such dir einen Frosch. Hier kannst du graben. Und was ist denn das? Habe ich da etwa ein neues Grundstück platziert? Doch bestimmt nicht mit neuen Sims, oder? Was für Haus seid aus der Galerie einziehen lassen? Ich habe da Leute einziehen lassen. Nee, aber ich hatte ein bisschen Langeweile und habe dann Sims erstellt. Und ich dachte so, wenn wir jetzt einen Best Friend suchen sollen, ja? Vielleicht ist das ja was für uns. Ich meine, wir können ja mal Hallo sagen und schauen, was geschieht. Der bringt leider nur 10 Simoleons, der Frosch. Das ist sehr schade. Aber die Kapsel verkaufen wir so. Das sind nochmal 70. Also wir sind ja schon fast reich. Wir klopfen auf jeden Fall mal. Und Hallöchen. Hier haben wir Justin Thurman. Ich kann das nicht aussprechen, aber ich fand den Nachnamen. Ich habe den generiert und ich fand den ganz cool. Und seine Mutter, Roxy. Und ich dachte, vielleicht könnte das ja jemand für uns sein. Also, ob jetzt romantisch oder nicht, wir versuchen uns jetzt erstmal vorzustellen. Und vielleicht werden wir Best Friends zur Arbeit gehen. Oh, dann werden wir vielleicht nicht Best Friends. Zumindest jetzt nicht. War total ausgeklügelt von mir auf jeden Fall. Väterchen Frost ist immer noch bei uns, wie es sich gehört. Och Mann, er macht sauber, süß. Jetzt chippt er auch noch Schnee. Zusätzliche Schulung. Wir nehmen natürlich selber an der Schulung teil. Boah, mittelgroße Leistungsverbesserung, krass. Jetzt hat er hier einen Schneemann angebaut. Angefangen zu bauen, wollte ich sagen. Angebaut. Moon kommt auch noch vorbei. Toll, jetzt reden die miteinander. Ist ganz fantastisch hier. Aber eigentlich bin ich auf der Arbeit. Er baut seinen Schneemann weiter. Super. Hier passiert ja ganz viel tolles Zeug. Ach, jetzt geht er. Tschüss. Moon ruft an. Süß. Oh! Sie wurde befördert und ist jetzt null im Programmieren. Aber wir haben 12 Simoleons mehr pro Stunde, einen Bonus von 506 und eine Computerfestplatte. Ich find's schon fancy. Aber wir sollen heute einen Best Friend machen und deswegen gehe ich die jetzt besuchen und hoffe, dass ich dann auch Best Friends werden kann. Und sie beginnt einen Burnout zu bekommen. Ugh, disgusting. Wir stellen uns jetzt freundlich vor. Wir können ja ein bisschen lustig miteinander sein. Also wir haben auf jeden Fall einen positiven Eindruck von ihm. Das ist sehr schön. Ich meine, es macht gar keinen Sinn, dass wir mit so einem Fremden auf einmal random Best Friends werden. Aber who the fuck cares? Sie hat leider nicht wirklich Freunde, also dann wird es halt der Nachbar von nebenan. Vielleicht ist das einfach meant to be. Garten beleidigen, Alter. Wait a minute, es brennt hier? Wo? Oh mein Gott. Kannst du vielleicht das löschen? Letztes Mal hat das auch so toll geklappt, als du es gelöscht hast. Ich bin einfach die Heldin hier. So, können wir jetzt bitte weiter Freunde werden, oder? Aber es kommt bisher nur Plus. Das ist doch supi. Das könnte hier was mit uns sein, oder? Bleib jetzt die ganze Nacht. Ich möchte Besties mit dir werden. Bitte. Überörtliche Jugendbeschwerden. Ah, yes. Level 3 der Comedy-Fähigkeit. Super. Anissa stalkt uns auch so ein bisschen, ne? Die ist immer überall, wo wir sind. Dann gehen wir bitte einmal auf Toilette. Vielleicht enjoyt sie es auch einfach, dass ihre Nachbarn, oder ihr Nachbar jetzt in dem Fall, in ihrem Alter ist und dass die sich jetzt ganz gut verstehen. Und deswegen freut sie sich einfach, dass sie sich mal wieder so vernünftig mit jemandem unterhalten kann, der nicht nur so in ihrer Familie ist. Ach, er tröstet sie. Wie süß. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber danke. Aber mit den Best Friends wird das irgendwie nichts, ne? Es ist schon 2 Uhr nachts. Aber wir haben jetzt auch sonst keinen, den wir fragen können, außer vielleicht Jericho. Aber das ist ja irgendwie auch fail, oder? Geh erstmal nach Hause. Wieso ist da ein Geist von einer Katze? Zum Glück haben wir noch Reste. Dann nehmen wir diese Aufgabe diesmal für länger, weil das halt nicht so schnell geht mit Best Friends werden, ja? Am Anfang hatten wir das ja öfter, dass wir Aufgaben über mehrere Tage verteilt hatten. Guck mal, Nacht in der Stadt. Morgen ist auch noch Silvester und sie muss zur Arbeit.
Wir machen Nebenprojekte. Wir können ja nachher mit ihm essen gehen, wenn er Lust hat. Cloud sagt, er ist cool, süß. Oh mein Gott, ihr Burnout wird schlimmer. Aber nicht fleißig arbeiten, sondern hier mach mal, lass es ruhig angehen. Das hilft, haha. Moon ist zu Erwachsene gealtert. Oh, Justin ruft an. Ich habe mich in Gina Hartmann verknallt. Du solltest das selber entscheiden. So, wir nehmen jetzt technische Unterstützung. Kriegen wir nämlich mehr Cash. So, und sie geht erstmal eine Dusche nehmen. Aber also, dass er zu uns in eine Dusche reinsteigt, finde ich ein bisschen wild. Aber er möchte Best Friends werden. Dann haben wir das sogar tatsächlich abgeschlossen. Einfach mal easy so. Aber ich würde gern trotzdem mit dir essen gehen. Weil es ist kostenlos. Und wir lieben kostenloses Essen. Ich habe, glaube ich, nicht so viele Restaurants platziert, oder? Oh, lass mal in eine Heimatstadt gehen, wollte ich sagen. Aber das ist ja gar nicht ihre Heimatstadt. Warte, hatten wir in Hanford und Bagley was platziert? Nee, ne? Oh Mann. Dann lass uns vielleicht Donna Strangerville gehen. Oh mein Gott, Girl. Wie süß sieht sie aus. I love the outfit. So, dann bitten wir um einen Tisch. Hier waren wir ja schon ewig nicht mehr. Waren wir nicht mit Sky zum letzten Mal hier? Und die bauen hier sogar Fleisch an. Geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen letztes Mal, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich es vergessen. Hi, ich würde gerne was bestellen. Was ist das? Was ist was? Man weiß es nicht so genau. Also, sie nimmt sich eine Creme-Cola und er gönnt sich ein Malzbier-Float. Er gönnt sich einen Hamburger und sie nimmt Fish and Chips. So, dann unterhaltet euch noch. Wo geht er hin? Ausgebrannt. Oh mein Gott. Why? Ich habe mich doch extra drum gekümmert eigentlich. Aber sie muss morgen nicht arbeiten. Das ist ja schon mal gut. Videospielfähigkeit braucht sie übrigens. Erster Burnout. I cannot do this anymore, ey. Könnt ihr euch nicht bitte zusammen hier hinsetzen, Alter? Oh, guck mal, das Essen ist auch da. Sie freut sich voll, süß. Dann esse aber auch. Ob er seine Sachen isst, ist mir egal. Ist ja nicht meine Sache. Ja, geh einfach nach Hause. Dieses Restaurant ist doch auch irgendwie ein bisschen verglitscht, oder? Dann geh jetzt nochmal duschen und dann schlafen, bitte. Es ist Silvester, woo! Ich würde sagen, ihr Vorsatz ist, einen Partner zu finden. Ich hoffe, dass man mich hört, weil auf dem Bauernhof leben ist manchmal sehr anstrengend und laut. Was, wenn wir richtige Wände haben? So, und jetzt möchte ich noch einen Ofen haben. Und den ersetze ich mit dem besseren, wenn es geht. Ja, zumindest ein bisschen Upgrade hier. Jetzt habe ich zwar nur noch 15 Simoleons, aber wir haben ein Haus. Ich wollte eigentlich noch einen Sessel kaufen. Die Gerümpelkiste mache ich mal weg. Egal, dann haben wir jetzt gerade keinen Sessel. Es gibt Schlimmeres im Leben. Oh mein Gott, Süßi. Wie happy kann man eigentlich sein? Süß. Ich glaube, sie hat sich mit ihrem Leben jetzt mittlerweile schon angefreundet. Okay, was tun wir heute? Es ist die 142. Esse Kekse. Süß. Dann muss sie aber erstmal welche dafür machen. Vor allem mit Keksen weiht sie dann das Ganze ein. I love it. Also den Ofen jetzt. Okay, Schokoflakes-Kekse kosten 21 Simoleons. Die haben wir doch ruckzuck. Tada! Schokoflakes-Kekse. Och, du bist so eine Maus, ne? Ich find's ehrlich so cute gerade. schlechte Qualität. Naja, sei es so, ne? Vielleicht haben wir bald genug Geld, dann können wir uns auch einen Tisch leisten. Das wäre ja ein Träumchen. Ich schmeiß die mal weg, ne? Mit Eva plaudern, wär's Eva. Eva Charm und Ute Anansi. Die stirbt hier gleich. Weiß ich nicht, ob ich mit der was zu tun haben wollen würde. Sie kann ja mal ein bisschen malen. Und vielleicht kann sie nachher mal ihre Familie einladen oder so. Weil ich meine, ja, okay, man kann sich jetzt nicht so richtig hier hinchillen. Aber sie hat ja mittlerweile ein vernünftiges Haus, würde ich sagen. Also sie hat zumindest ein Schlafzimmer, einen Wohnbereich und ein Badezimmer. Also es sind getrennte Räume. Das ist ja schon mal was. Hä, für ihr erstes Bild sieht das richtig schön aus. Was ist da los? Kannst du mir was von deinem Talent abgeben? Hä, wieso steigt das denn jetzt mit dem Brennen? Ich dachte, das hilft. Sie mag malen. Guck mal, es war einfach Schicksal. 126, cool. Unternehmerfähigkeit Level 2. Nee, finde ich voll cool. Kann ja ein bisschen was malen hier heute. Ich weiß zwar nicht, wieso das hier steigt, weil eigentlich müsste das doch... Da steht immer, ja, du sollst deine kreativen Künste fördern und so. Aber anscheinend ist es nicht so. 188, guck mal. Voll gut. Schon Level 3? Wow. Mikrohäuser und so sind so OP. Jetzt geht's runter. Hä? 171. Sie kann ja auch mal ein bisschen joggen gehen. Das hilft auf jeden Fall auch, soweit ich weiß. Sollte aber auch helfen, so. Es ist ja so für einen selbst. Ich meine, in dem Outfit würde ich jetzt nicht unbedingt im Winter joggen. Aber vielleicht ist Sunny da ja nicht so empfindlich. Uff, mein Date mit Gina ist sehr gut gelaufen. Aber die sind jetzt nicht unbedingt direkt zusammen, oder? Steht auf jeden Fall nichts von. Okay, Girl. Mach mal einen Nap. Sorry, Cloud. Wir gehen jetzt nicht aufs Romantikfestival. Moon ruft an. Diesen Stuhl finde ich ja richtig süß. Richtig rausgeschmissenes Geld.
aber jetzt kann man hier schön Fernseher gucken. Aber sie lädt ihre Eltern mal ein. Hallöchen. Komm ruhig herein. Es ist nicht das größte Haus, aber es ist ein Haus. Genau, dann teilt mal ein bisschen Partystimmung. Boah, Level 3. Wow. Okay, sie hat auf jeden Fall alles abgeschlossen. Cool. Dann kriegt sie auf jeden Fall Zufriedenheitspunkte. We love it. Warum geht sie nach draußen? Ah, nee, geht sie gar nicht. Sie holt nur was zu essen. Kann ich auch verstehen. Dann dreht sie noch mit ihrer Mami. Vermutlich müssten wir Moon auch ein kleines Umstyling geben. Weil manche ihrer Outfits sehen auch noch sehr jugendlich aus. Aber ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Aber ist ja kein Problemo. Oh, jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. Sie möchte gerne einen höheren Level der Programmierfähigkeit erreichen. Süß. Oh, sie hat den Burnout schon gefixt. Läuft auf jeden Fall. Ging schneller als gedacht. Dachte, das wird jetzt so eine haarige Sache, aber ging ja. Vielleicht, weil wir da nicht so richtig drin gesteckt haben. Wir nehmen jetzt eine erfrischende Dusche und dann machen wir Kaffee. Wenn wir die Maschine schon haben, dann können wir sie auch nutzen. Ich würde gern sagen, dass sich alle sowas holen, weil das wäre voll süß, wenn die jetzt alle so einen Kaffee trinken würden. Dann müssen die nur immer so ultra dringend auch pissen. Das ist immer so lost. Aber ich verstehe es schon. Sie möchte jemanden einen Streich spielen. Sie ist eine Wilde. Zum Flitzen anstiften? Ich glaube nicht. Oh, Countdown bis Mitternacht ansehen. Shushubi. Jericho geht einfach. Also, ich habe noch andere Verpflichtungen. Shushubi. Jo, frohes Neues. Lebensstil in Gefahr? Oh. Süß, die beiden drücken sich. I love you. Nee, du gehst jetzt nicht Schnee schaufeln. Du legst dich jetzt einfach schlafen. Es ist Frühling. So, den Tag spielen wir noch. Wir machen heute die 44. Kauf eine Rakete und flieg in den Weltraum. Ja, moin. Wie viel kostet so eine Scheißrakete? Bestimmt über 1000 Simoleons oder so. 5000! Das schaffen wir ja heute nicht. Also ihr werdet mir bestimmt verzeihen, wenn ich jetzt nochmal neu drehe, weil wir werden da mehrere Tage für brauchen. Und ich wollte jetzt aber nur noch den einen Tag spielen, weil mein Akku geht bald leer, wie ihr seht. Wir machen nochmal. Wir machen das. 147. Bring Farbe in dein Leben und färbe jedes Licht in einer bunten Farbe ein. Na gut, alle Lichter. Das machen wir blau. Muss ja nicht so extrem sein. Wir machen mal blau. Wahrscheinlich vergesse ich das und nächstes Mal frage ich mich, hey, warum sieht das so komisch aus? Ach, weil sie zu viele Freunde hat, glaube ich, ne? Deswegen ist der in Gefahr, der Lebensstil. But I don't care. Jericho ist schon wieder hier. Moin. Könnt ihr zwei vielleicht eine Schneeballschlacht machen? Das wäre super süß. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Klaut hör auf. Ich finde das süß, dass die jetzt hier Schneeballschlacht machen. I love it. Er möchte sich mit Caleb Vator anfreunden. Wünsche dir viel Spaß dabei. 35 Simoleons, hör mal. Anissa ist immer hier, ne? Ich finde das ganz wild. Und auch ein bisschen suspekt. Tschüss, Jericho. Wir sind eh gerade dabei, Dinge auszugraben. 30 Simoleons. Haben oder nicht haben? Nochmal so einer für 100. Kalkstein. 85. Guck mal. Das ist doch schon in Ordnung hier. Da hat sie noch irgendwas geerntet. Was hat sie denn geerntet? Was ist das? Petersilie. Jericho findet Sunny klasse und möchte beste Freunde werden. Und Moon möchte mir noch ein Geschenk machen. Was seid ihr alle so süß zu mir? So, was schenkt sie mir? Gummibärpfannkuchen. Wie süß ist sie denn? Erstmal einen Kühlschrank damit. Aber wie süß ist das? Sie ist so eine richtige Mutti einfach. Sie so, ja, ich hab hier noch Essen. Ich dachte, ihr könnte es gefallen. Oh Mann, oh. Ich finde das echt richtig süß. Moon ist so eine richtige Mutti. Und die beiden, die machen sich auch richtig Sorgen um Sunny. Ich meine, sie haben ihren Sohn verloren. Natürlich versuchen sie jetzt, ihre Tochter besonders zu unterstützen, weil das jetzt das einzige Kind ist, was sie noch haben. Aber es ist wirklich krass süß. Dieses blaue Licht macht mich fertig. Aber es ist schon in Ordnung so. Also dieser Zusammenhalt von dieser Familie, der macht mich einfach nur fertig, weil der einfach so schön ist. I love the happy family. Level 4 der Comedy-Fähigkeit. So sehr habe ich jetzt eigentlich mich gar nicht darum gekümmert. Warum ist das so hoch? Also ich hasse Schnee. Immer kommen alle vorbei. Ich muss einfach nicht mehr das Haus verlassen. Bit Night habe ich ja meine Partnerschaft einzugehen. Das ist definitiv, was ich will. Nein. Also wenn ich mit ihm was am Laufen habe, dann soll das schon eine ernsthafte romantische Beziehung werden. Aber ich weiß nicht, ob das ist, was ich zwischen den beiden sehe. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr darüber denkt. Denkt ihr, die beiden sonst mal versuchen? Ich meine, in einer Woche hat Sunny halt schon Geburtstag. Es wäre halt cool, wenn wir vorher vielleicht zumindest schon einen Partner haben. Und dann irgendwann kurz darauf vielleicht mal eine Schwangerschaft oder eine Hochzeit oder alles in diese Richtung. Weil ohne können wir diese Legacy ja nicht weiterführen. Er redet über Brüste. Super.
Das gefällt uns doch. Also ich gehe erstmal. Aber die unterhalten sich auch von selbst immer die ganze Zeit richtig gut. Also auf jeden Fall. Und wenn es nur eine Freundschaft ist, das läuft bei denen richtig gut. Er ist tollpatschig. Sunny war in letzter Zeit sehr aktiv und ist begeistert davon, ständig in Bewegung zu sein, fühlt sich genau richtig an. Sie kann gerne aktiv sein, würde ich sagen. Also ich kann mir das auch gut vorstellen bei ihr. Und damit beende ich an dieser Stelle auch den Part. Also ich freue mich auf jeden Fall für Sunny, dass es ihr jetzt anscheinend ja schon wieder besser geht. Jetzt beginnt ja auch der Frühling und die Hormone spielen dann natürlich verrückt. Deswegen vielleicht wird das mit Justin ja was. Je nachdem, was ihr dann dazu sagt. Ansonsten versuche ich es einfach. Also wenn ihr es definitiv nicht wollt, dann schreit mich an. Wie gesagt, ansonsten haben wir ja zumindest einen guten Freund bei uns. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Ich hoffe wie immer, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!